Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM22. Wir sind noch mitten in der Vorbereitung, soll heute aber die letzte Folge der Vorbereitung sein. Deswegen gibt's heute auf jeden Fall Cuts. Ich starte heute mit einem ersten Update, danach werden wir sofort einen Cut machen. Ich habe heute noch was vor. Und also hier im Safe jetzt, in dieser Folge, nicht jetzt so interessant ist mein Leben nicht. Was gibt's Neues? Ich habe direkt am 1. Juli ein Jobinterview von Milan bekommen, fand ich sehr interessant. Habe ich natürlich sofort abgelehnt, weil braucht keiner. Der Vertrag von Pelayo Garcia, den habe ich aufgelöst, weil das war noch einer dieser Spieler, die nur 65 Euro die Woche verdienen. Das hat jetzt 2,8k Abfindung gekostet, war jetzt nicht so tragisch. Ich habe die Verträge verlängert mit Arribas, der jetzt 5.000 verdient bis 2032, und mit André Rato, das hatte ich euch ja auch schon angeteasert, dass ich das gerne machen möchte, habe ich auch gemacht. Jules Herme ist wie erwartet wirklich zu Southampton gegangen. Ich hätte noch überlegt, ob ich ihn nochmal anbieten kann, konnte ich aber leider nicht. Und ja, der hat jetzt einen Marktwert von 62 bis 74 Millionen, bin gespannt, ob er überhaupt mal bei Southampton spielen wird oder wie er spielen wird. Ich meine, die Werte sind ja halt richtig gut. Das Problem ist, bei uns hat er nie performt. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu streng, aber nee, denke ich ja nicht. Bin gespannt. Ja, ein bisschen wenig Geld, natürlich mit den 26 Millionen, aber ich denke, auf lange Sicht wird uns das helfen. So, wie ihr seht, Sulek ist auf Leihbasis zu Vallecano gegangen. Das Ganze als Squad-Player, das gleiche auch für Jorge Perez zum FC Basel, auch als Squad-Player. So, das dürfte alles sein. Ich habe gerade noch ein paar Angebote, vielleicht habt ihr das auch gerade schon gesehen. So sieht es momentan aus. Wir haben für Alba Angebote bekommen, 100.000 von zwei Vereinen. Dann für Sicado auch 100.000 von zwei Vereinen. Für Löland aktuell nur 1,5 Millionen von Vålerenga Oslo. Für Barber auch 350.000 von Union Adarve. Und von vier Vereinen jeweils 100.000 Euro für Juan Cabrera. Und ich versuche mir gerade noch ein Physio zu holen, damit ich dann einen spanischen Physio zum Head Physio machen kann, aber da wollte ich jetzt erstmal abwarten, was mit Mendy ist. Generell wollte ich mit euch jetzt erstmal Verträge verlängern, weil ich habe gesehen, bei einigen laufen die Verträge aus. Sonjoda, Ait Nouri, Franco und Iglesias. Da sollten wir jetzt langsam mal was machen, damit die da nicht so jetzt gerade in dieser Transferphase noch rumheulen. So, Sonjoda, habe ich ja gesagt, ist am wichtigsten. Wir haben jetzt auch genug Geld, dass wir das machen können erstmal. So, Schlüsselspieler, klar. Das wird richtig teuer werden. Kabic kam übrigens auch schon an, wollte einen neuen Vertrag haben. Juan Fernandes konnte das Problem nicht lösen. Jetzt wird es wahrscheinlich irgendwann dazu kommen, dass er rumhatet und dann muss ich ihm einen neuen Vertrag geben oder ich krieg's vielleicht so hin. So, Sonjoda, ich will hier gar nicht so großartig mit dir verhandeln, weil ich weiß, dass du das wert bist. Aber man muss ja nicht jetzt die Unsummen an sich hier raushauen, ne? Guck mal, was hältst du denn? Der Sonjoda kam übrigens auch zu mir. Er hat mich gefragt, warum ich denn bitte Utkin hole. Und dass er doch seine Position in Quasi sieht, habe ich gesagt, Brudi, ist nicht deine Position, chill, Brudi. Und dann meinte er, ach, okay, dann verspreche mir das aber. Habe ich ihm dann versprochen und jetzt müssen wir das halt noch halten. Werden wir, glaube ich, auch machen können. Die gefällt mir nicht so, aber wird schon passen. Es ist halt wert. So, dann haben wir Sonjoda. Dann Ait Nouri, bei dem ist ja auch jemand interessiert, möchte aber trotzdem mit uns reden. 32.000 Euro momentan verdient er 19.000. So. Wirklich, damit wir einfach den Stress dann nicht haben, während der Saison. Oder jetzt vor allem in dieser Transferphase. Und wenn wir jetzt schon die Verträge machen, dann können die bis zum Saisonstart wieder in Form finden, falls es wirklich so ist, dass die außer Form sind durch die Vertragsverlängerung, was ich ja irgendwann mal die letzten Folgen angesprochen habe, dass mir das öfter so vorkommt. So, ohne Gegentorprämie gibt es 7.000, Tor und Vorlage gibt dann auch jeweils mal 7.000 Euro und ich hoffe, dass dir das dann sehr gefällt. Nee, er möchte echt 50.000 haben. Siehst du, ich gucke gleich mal mit euch, nachdem der Vertrag hier fertig ist, was mit dem Budget Cap jetzt ist, weil das müsste jetzt eigentlich endlich mal hoch sein, ne? Weil wir haben ja durch die Champions League und so weiter extrem viel Geld eingenommen. Ja, dann machen wir 42.000, dann sollte das passen. Ja, es ist auf 700.000 hochgegangen. Passt. Kriegen wir easy hin. So, Franco würde ich auch verlängern, würde da aber wohl noch ein bisschen warten, bis er dann 34 ist. Ja, vielleicht ein bisschen zu lange. Was würdest du denn haben? Auf jeden Fall natürlich unter 16.000. Ja, machen wir, ne? Er ist ja so wichtig. Weiß nicht, ob jetzt als Joker da vielleicht
schon Probleme entstehen können wegen seiner Rolle innerhalb der Hierarchie, in der Mannschaftshierarchie. Ich hoffe mal nicht. So, ja, komm, machen wir mal 7 Millionen, ja. Ich möchte nicht, dass irgendein doofer Verein dich wegschnappt. Machen wir 11? Machen wir 6. Ups. Oh, er wollte wirklich unbedingt die 12 haben, ne? Machen wir mal. Blö, dann braucht man nicht. Ian ist übrigens auch richtig am Haten. Da sind einige Vereine interessiert, aber keiner möchte ihn haben irgendwie. Oder ein Angebot machen. Bei Vyas bin ich auch gerade am Vertrag verlängern. Kann ich, glaube ich, jetzt gerade nicht hier machen. Zeige ich euch gleich, falls es durchgehen sollte innerhalb dieses kleinen Minicuts. Iglesias müssen wir unbedingt machen. Ja, Schlüsselspieler ungerne. Da müssen wir wieder ein Angebot selbst machen. Machen wir mal 25. Machen wir mal hier 57. Und dann wird das wahrscheinlich schon so ungefähr passen. Hoffe ich. Man weiß ja nie bei den Spielern. Ich gehe mal lieber hier noch ein bisschen hoch. Ja, das wird schon passen ungefähr. So und so. Ja, passt. So, dann haben wir noch, was machen wir gerade? Vargas müsste eine Klausel haben. Ziehen wir auch gleich sofort. Habe ich euch das gesagt, dass ich die Klauseln gezogen habe bei Pablo und bei Lopez, glaube ich? Ich glaube nicht, ne? Das wollte ich mir aufschreiben, wenn dann. Das war's dann übrigens jetzt auch. U19 müssen wir erst später gucken. Ja, bei Lopez habe ich die Option auf jeden Fall gezogen. Ja, hier gucken wir dann im Laufe der Hinrunde. So, dann habe ich alles gemacht, was ich machen wollte. Habe euch über alles informiert, was ich auch sagen wollte. Trainings habe ich übrigens auch schon gemacht. Trainingsplan habe ich gemacht bis zum ersten Testspiel. Ich weiß noch nicht genau, welches Testspiel wir sehen werden oder zeigen werden. Nicht alle, definitiv nicht. Ich denke mal wieder zwei muss ich dann, muss ich gucken. Das Turnier auf jeden Fall nicht. So, das sind die Angebote für Arribas. Nehmen wir mal an, er wollte nicht zu irgendeinem Verein in La Liga gehen, was ich sehr schade fand. Das hätte Sinn gemacht. Wäre auch nur Squad-Player gewesen, hat er aber abgelehnt. Ich mache jetzt nur bis maximal bis zum 10., damit wir ein paar Sachen confirmed haben. Vielleicht auch die Verkäufe, damit ihr das mitbekommt, was wir da so an Geld einnehmen, auch wenn es nicht viel ist. Um dann den nächsten Cut irgendwas später, irgendwann später zu machen, damit wir wieder ein bisschen was zu sehen haben. So, keine Angebote für Ian. Da sind super viele interessiert, ne? Aber hier 2,9 Millionen. 4,6. Okay, 4,6, das klingt gut. Der Spieler ist ja eh nicht krass. So, vielleicht kommt jetzt was von Atalanta. So, Barba geht zu Union Adarve. Und Mendy kommt zu uns als neuer Physio. Die Option wurde natürlich gezogen, wie wir gerade gesehen haben. So, Barba geht, Mendy ist da. Ja, aufstrebendes Talent bestimmt. Dann sind es momentan noch Cabrera, Garcia, Ian, Löland und Sicardo, die ich verkaufen möchte. Arribas und Vyas, die ich verleihen möchte. Vyas möchte ich übrigens erst verleihen, wenn der neue Vertrag durch ist. Deswegen habe ich da noch keinen an der Angel. Training startet wenigstens gut. Das ist schon mal positiv. Ja, was ich gerade angekündigt habe, Kabic möchte weitere Zukunft diskutieren, weil er einen neuen Vertrag haben möchte. Fernandes konnte das nicht lösen. Kann sich momentan der Verein nicht leisten. Brudi, du verdienst schon so extrem viel. Spiel erstmal gut dieses Jahr wieder und dann gucken wir mal. Das Problem ist, ich schätze Kabic so ein, dass er nicht zum Training kommt. Bin gespannt. Bin sehr gespannt. Könnte eventuell ein bisschen eklig werden. Mal schauen. So, der nächste. Ah, echt? 1,6, 1,5. Mann, 4,5 ist doch. Oder 4,6 war das, glaube ich, jetzt. Ist doch okay. Also 4 Millionen würde ich schon gerne haben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich für ihn ausgegeben habe. Nicht so viel, glaube ich. 350.000, okay. So, Sicardo geht zu Rapido de Bussas. Und Vargas hat seinen neuen Vertrag unterschrieben. 11.000 die Woche ist ordentlich. Ups. Aber ja,
Können wir uns ja zum Glück mittlerweile leisten. Jetzt muss noch irgendjemand ihn auch wollen. So, Sicardo ist weg. Kader geht weiter voran. Zugänge sind ja zum Glück alle schon da. Haben wir ja fleißig gemacht in der letzten Folge. Bin gespannt, wie die alle so spielen werden. Allen voran auch bei den Spielern, wo ich mir nicht ganz so sicher bin, ob das was Gutes war. Gerade Diomande. So, Atalanta bietet 4 Millionen für ihn. Perfekt. So, das sind die Einleihangebote für Vázquez. Leganés in Liga 2. Midtjylland finde ich sehr interessant. Eigentlich finde ich alle interessant. Such dir einen aus, Kollege. Bei La Liga 2 ist es halt so, dass wir nur die Liga simuliert haben, alle anderen hier nicht. Aber ich glaube, das würde ihn so oder so nicht so viel bringen. Lyland geht nach Oslo. 1,5 Millionen leider nur. Da dachte man ja auch mal, der wird irgendwie viel, viel mehr kosten, aber no bunnies und Cabrera geht zu Rayo Majadahonda. Sehr schön. Dann dürften wir jetzt nur noch Garcia haben, ne? Ne, Pelayo Garcia hatte ich, glaube ich, den Vertrag aufgelöst. Dann müsste es Alba sein. Huch. Ah, Saisonübergang ist jetzt gleich. Wir waren das beste Spiel immerhin, das 1-1 gegen Sociedad. Größte Enttäuschung war Cadiz als Absteiger, ja klar. Größte Überraschung war Osasuna, ja, würde ich auch so unterschreiben. Neuzugang der Saison wurde sogar Arnau Casas, ui. So, dann ist es wirklich Alba noch. Löland ist schon am Gehen, wann geht er denn? Erster Achter, erst okay. So, Ian hat ein Angebot, Weiss, Arribas, Alba haben alle Angebote. Schon, dann kriegen wir die in diesem kleinen Cut wahrscheinlich noch alle los. Und dann werde ich mich um die Mitarbeiter kümmern. Richtig kümmern. Nicht nur mit dem Mandy, der jetzt gerade kam, der Physio. Ist da alles schön. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich vielleicht gerne noch ein Linksverteidiger-Talent hätte. Das machen wir vielleicht auch mit dem Geld. Die wollen mehr Gehaltsbudget für die Gegneranalysten. Ja, macht halt ruhig. Weißt du, aber mehr Scouts ist nicht drinne. Alles Klärchen. Ach, gut. Es ist halt so. Ja, Linksverteidiger haben wir momentan nur Rico. Der ist nicht so gut. Und falls Ait Nouri wieder zwischen Genie und Wahnsinn ist und Peter nicht so gut ist, hätte ich vielleicht gerne noch ein Backup. Weil wir haben in der U19 genug Backups für die ganzen A-Spieler, weshalb ich auch wieder keinen Allrounder drin habe. Wobei auf links außen haben wir halt nicht so ein krasses Talent. Da sollten wir vielleicht auch nochmal schauen, wenn es einen Schnapper gibt. Ansonsten, wenn es eine längerfristige Verletzung gibt, holen wir uns natürlich Baez oder Sulek zurück. Wenn es nötig ist. So, Jugendspieler aufgerückt, finde ich nicht gut. Die sollen bitte sofort wieder in die U19 gehen, weil die haben hier nichts in der B-Mannschaft verloren, da die ja eh keine Spieler haben. Wir kriegen 54,5 Millionen. Ein Nuri verwechselt, ja, macht ja gerade seinen Vertrag. Wir starten gegen Granada. Dann Sociedad, dann, oh Gott. Sociedad, Valencia und Real Madrid alle hintereinander weg, gleich am Anfang. Jo, erstmal um den Ab- oder gegen den Abstieg spielen. Restprogramm ist Atletico Villarreal, Osasuna, Mallorca, Barcelona und Elche. Kriegt man hin irgendwie. So, die haben wahrscheinlich keine Spiele, ne? Nee. Nee, okay. Also alles richtig gemacht, dass man die B-Mannschaft eh komplett aufgelöst hat. Weil macht dann halt keinen Sinn, ne? Die einzige positive Sache, die wir daraus hatten, war halt wirklich, dass man die Spieler ein bisschen mehr leiten kann, die wir bei Andorra hatten. Aber da wir jetzt den Nationaltrainerposten abgegeben haben, hat sich das ja auch erübrigt. So, bisher wollte ich eigentlich noch machen. Ich hoffe, dass jetzt die Bestätigung für die anderen Spieler reinkommt. Vor allem halt für Ian. Das wäre dann unser letzter, in Anführungszeichen, großer Verkauf. Mit 4 Millionen ist es halt schon ein bisschen Geld, aber nicht mal in den Sphären, die sonst hier in der Liga rumlungern. So, das sieht okay aus. Oh, wir dürfen nicht mehr Scouts haben. Wir dürfen mehr Spieler in der Liste und mehr Coaches haben. Naja, jetzt macht Napoli noch ein 4 Millionen Angebot. Aber da sind nach Liga-Einsätzen drin und das lehne ich natürlich ab. 17 Millionen Angebot von Estoril für Ait Nouri ist mir zu wenig, weil Linksverteidiger echt schwer zu finden sind. Iglesias hat seinen Vertrag unterschrieben.
Und Perez ist dabei für Kolumbien bei Olympia, während Alba geht zu Bergantinos, die auch schon einige Spieler von uns abgenommen haben. Ich hoffe, halt, Nuri ist jetzt nicht irgendwie am Haten, aber er unterschreibt ja eh gerade einen neuen Vertrag. Von daher sollte er eigentlich nicht am Haten sein. So, der Arno hat sich schon wieder verletzt. 2 bis 3 Wochen Schulterverletzung. Wird in der Anfangsphase der Vorbereitung also fehlen. Das macht dann Antonio Jesus Perez. Muss jetzt aber auch nicht sein, ne? Also die Bestätigung für ihn werden wir heute nicht mehr bekommen. Ich versuche die noch von Vargas oder so reinzukriegen. Vujicic würde gerne einen neuen Vertrag haben. Ich nicht. Senor Franco kann die Probleme weiterhin lösen. So. Ich mache noch zweimal weiter und wenn da nichts ist, dann ist dann halt nichts und wir machen das beim nächsten Update. Ich will halt euch nicht immer so krass im Dunkeln lassen, wenn irgendwas passiert, weil ich kann ja viel machen, ne, wenn der Tag lang ist. So, Vargas geht zu Midtjylland, ist glaube ich eine gute Entscheidung. Soniola hat seinen Vertrag unterschrieben, ist auch eine sehr gute Entscheidung. Und dann ist es nur noch Arribas, den wir verleihen wollen, und Ian, den wir verkaufen wollen. Und Utkin hat sich auch erstmal für 2 Wochen verletzt. Ja, super. Na gut, okay, Vargas ist weg. Bei Ian und Arribas werde ich natürlich nur noch bestätigen. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Cut wieder, wo wir dann höchstwahrscheinlich darüber reden, was ich für Mitarbeiter mitgebracht habe, neue reingebracht habe und wahrscheinlich schon das erste Testspiel. Also bis gleich. So, da sind wir wieder und haben einen kleinen süßen Sprung nach vorne gemacht. Meine beiden Testspiele, die ich gerne euch zeigen möchte, sind gegen Chelsea und gegen Marseille. Die werden wir jetzt gleich haben. Die sind hintereinander weg bei uns. Jetzt starten wir erstmal gegen Chelsea in diesem Cut und dann gegen Marseille. Ich glaube, danach ist dann auch schon Schluss. Lölland geht dann übrigens danach noch. Ja, was gibt's Neues? Ist wieder ein bisschen was passiert natürlich. Was ist denn passiert? Arribas ist zum RSC Anderlecht oder zu RSC Anderlecht? Wofür steht RSC? Steht es nicht für Royal Standard Club oder so? Irgendwie sowas, ne? Steht es vielleicht drinne hier? Ich kann das nicht erkennen, ne? Also, keiner kann das erkennen, höchstwahrscheinlich. Ich hätte jetzt gesagt, es steht so irgendwie für Royal Standard Club oder so, weil ja auch Lüttich das hat. Weiß ich nicht, vielleicht falsch, aber auf jeden Fall ist Arribas per Laie zu Anderlecht gegangen, da ist er. Hat schon einen Kurzeinsatz gehabt. Wow, die spielen schon, okay. Wir haben uns neue Mitarbeiter geholt. Ich habe einen neuen Torwart-Coach mit Emilio Alvarez. Der ist gekommen für Daniel Pavan. Macht hier Shot-Stopping für uns, also Bälle halten heißt, Schüsse abwehren heißt es. Schüsse abwehren heißt es auf Deutsch. Dann haben wir einen neuen Fitness-Coach mit. Oh Gott, das ist in Deutsch alles eklig. Mit Patrick Eibenberger. Der ist für Pedro Neto gekommen. Sieht gut aus und kam von Fürth. Dann haben wir einen neuen Tactical Defending Coach mit Ruben Saez. Den haben wir uns gegönnt von Rayo Vallecano. Der macht jetzt das taktische Verteidigen, das Training. Und ersetzt Dean Holden. Und für das Ballbesitzspiel und die Technik der Coach, das ist jetzt Michele Salzarulo, der für Martin Jensen kommt. Das sind die neuen Coaches, die ich habe. Sieht übrigens so aus, rein von der Sternebewertung her. Ich glaube, da haben wir nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Ich hatte gedacht, dass ich vielleicht beim Defensivtechnik-Brudi was Besseres finde, aber habe ich nicht gefunden. Auch bei zum Beispiel dem Torhüter-Halten-Training. Da war Flyerman wirklich der Beste. Bei dem habe ich auch den Vertrag verlängert im Übrigen. Der verdient jetzt 4.000 die Woche, wie die meisten Coaches bei uns. Auch Melikian bleibt, obwohl er nur 4 Sterne hat. Aber was Besseres gibt's nicht. Kommt natürlich ein bisschen auf unsere Reputation an. Und unsere beiden Fitness-Coaches sind halt auch super dabei. Ob ich noch was mache für die U19, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da muss ich nochmal drauf gucken. Gleich nach diesem Cut hier. So, und dann ging noch Ian, der ging wirklich zu Atalanta für 4 Millionen, hat jetzt einen Marktwert von 13 bis 16 Millionen, aber ich bezweifle stark, dass er sich durchsetzen wird. Da sehe ich die Chancen bei Jules Hermer schon eher etwas höher. Ja, haben jetzt viele eingenommen, ne?
Hier haben wir 4,2 Millionen eingenommen. Hier ist sogar 101 Millionen, wobei hier noch die Wintertransfers dabei sind. Aber wir haben viel, viel Geld eingenommen. Unsere Finanzen sehen jetzt auch echt gut aus. Sind 98 Millionen jetzt im Plus. Transferbudget ist da. Also wir könnten, wenn wir wollen, was machen. Die Testspiele, die ich bisher gemacht habe, die liefen okay. Es war halt so ein bisschen das alte Ding von uns, dass wir aus den Chancen, die wir haben, zu wenig machen. Das erste Testspiel war gut gegen Belgrad, das zweite nicht so gegen Feyenoord. Da waren wir die bessere Mannschaft, aber haben das Ding einfach nicht klar gemacht. Ich meine, war ein Tag nach dem anderen Spiel, von daher habe ich natürlich viel rotiert. Bei Hajduk war das auch ähnlich. Da haben wir mit dem ersten Torschuss gefühlt das Gegentor kassiert. Mal schauen, wie es jetzt gegen Chelsea und Marseille läuft. Brügge mache ich dann offscreen, genauso wie das B-Mannschaftsspiel. Und in der nächsten Folge starten wir dann mit Granada, Sociedad, Valencia, wenn nichts dazwischen kommt. Aber alles in allem, glaube ich, die Mannschaft hat sich verstärkt. Standards habe ich übrigens auch schon gemacht. Nur wir müssen jetzt halt alles zusammenbringen und vor allem darf sich keiner mehr verletzen. Utkin ist immer noch verletzt. Der wird jetzt demnächst wieder ins Spiel, ins Training zurückkehren. Genauso wie Soriano. Aber es darf sich jetzt wirklich keiner verletzen. Bitte. So, dann starten wir mal. Chelsea mit Alex Meret beispielsweise und Reece James. Guardiola dabei, De Ligt. Okay, die spielen anscheinend eine komische Abwehr, weil wenn du eine Fünferkette spielst, sind ja die drei Innenverteidiger meistens zuerst. Reece James, wenn sie als Rechtsverteidiger haben. Okay, wenn die vielleicht alle auf einer Linie spielen, aber dann wäre De Ligt ein Linksverteidiger. Werden wir gleich erfahren. So, Jungs, auf geht's. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was da jetzt für eine Aufstellung kommt bei Chelsea. Es ist De Ligt auf der 6 und Guardiola als Linksverteidiger. Also auch ein 4-3-3. Mal schauen. Ich habe mich hier bewusst übrigens für das 4-3-3 entschieden, einfach nur, weil ich sehen möchte, wie stark wir mittlerweile geworden sind oder wie schwach wir immer noch sind, je nachdem. Rajic macht das Tor. Schön gemacht. Aitnuri mit der Vorlage. Da war übrigens, da kam ein Angebot nochmal rein von irgendjemandem, aber ich bin mir nicht mehr sicher, was für eins. Hab's abgelehnt und gab natürlich keinen Murren, weil er seinen Vertrag ja verlängert hat bei uns. Gab auch das Gerücht, dass Juventus mich als Trainer haben möchte, habe aber sofort in den Medien gesagt, dass ich darauf keinen Bock habe. Und der Vorstand so, oh, voll toll. Oh, ey, Leute, Handgelenksverstauchung. Okay, das sollte nicht so schlimm sein. Kam dann aber übrigens auch kein Angebot von Juventus. Wir sind auf jeden Fall erstmal besser. Allerdings, jetzt kommt Chelsea kaum, sage ich das. Brady kriegt den Ball nicht. Das war auch oft das Problem im letzten Jahr, dass wir aus diesen Situationen, die jetzt Chelsea gerade hat, ja, eben genau dieses Gegentor kassieren und vor allem, weil wir einfach nicht aktiv verteidigt haben. Da müsste man hier viel mehr energischer rangehen. Hier Diomande, auch wenn er mit Salah ist, er kann einfach wirklich raufgehen, dann soll er halt mal den Gegner umfotzen. Ist dann halt so. Da werde ich vielleicht bei den beiden Box-to-Box- und mit Salah-Positionen auf das harte Tackling wieder zurückgehen, damit die da vielleicht etwas aggressiver in die Zweikämpfe gehen als erste Instanz quasi im Mittelfeld. Jungs, wir müssen hier 3-0 führen. Und wir spielen 1-1 gerade. Mal wieder der erste Gegentorschuss. Oder der erste Gegentorschussversuch. Deutsch ist eine schwere Sprache, weil man so viel machen kann. Vicente nicht gut. Rothe hat aufgepasst. Guter Ball. Oh, was geht? Was geht? Sag ich schon. Vujicevic bleibt hängen. Adi hat man bisher noch keine Rolle gespielt in der Vorbereitung, weil er halt auch leider verletzt war, kurz. Der wird jetzt reinkommen. Während wir fast mit dem zweiten Torschuss das Gegentor, das zweite Gegentor kassieren. Wobei es ja kein Torschuss war, er ging ja nicht mal aufs Tor. So, Vicente sieht gut aus, aber da geht leider keiner hin. Und jetzt ist die Konterabsicherung nicht da. Weil den zweiten Ball, den müssten wir bekommen, um sofort wieder Druck zu machen. Ja, Jeremy Pino und dann ist Lukaku da und schießt dann die Latte. Wow. Nicht gut, Jungs. Beide Außen heute auch nicht gut. Das. Wir dürfen nicht vergessen, es ist Chelsea. Trotzdem erwarte ich hier von meiner Mannschaft ein bisschen was anderes. Und auch egal, ob es Chelsea ist oder nicht. Gut aufgepasst von der Rajic. Der macht ein gutes Spiel, nicht nur wegen seinem Tor. Sehe da gar keine Unsicherheiten und das ist immer sehr schön, wenn man das von einem zentralen Mittelfeldspieler sagen kann.
Schöner Ball von Diomande auf Mattsson. Sehr schön. Nice. Das genau sowas musst du halt gegen Chelsea machen. Da wirst du nicht so viele Chancen bekommen, auch wenn wir relativ viele Chancen in diesem Spiel hatten. Aber da muss der Ball halt auch immer mal drin sein und Mattsson hat es gemacht. Sehr schön. Ich hoffe sehr, dass sich das auszahlt, dass ich beide Linksaußen geholt habe, die wir gescoutet haben und nicht eben nur Biuk und auf Sulek gesetzt habe. So, dann gewinnen wir unsere erste Generalprobe wirklich mit 2:1 gegen Chelsea und das wirklich auch hoch verdient. Sehr schön. Sagt man sehr, sehr gerne. Weiter so. Die richtige Herausforderung, die wird jetzt kommen, mit dem Spiel gegen Marseille, die hatten wir besiegt in der Europa League Saison. Biuk hat sich verletzt für 8 bis 11 Tage. Ja, kann sie ja trotz Verletzung spielen, ne? Das Handgelenk brauchst du nicht. Weil jetzt werde ich nochmal ordentlich rotieren. Fitness dürfte trotzdem passen, ist ja von Sonntag auf Samstag. Trotzdem werde ich nochmal ordentlich rotieren. Auch Juan Soriano kommt wieder rein. Utkin wird das erste Mal spielen in der Vorbereitung im drittletzten Spiel. Also gerade noch so an der Grenze, dass er genug von der Vorbereitung mitnimmt. Aber bisher ist die Vorbereitung noch okay. Also wir müssen sie noch krönen mit jetzt guten Ergebnissen. Wobei die Ergebnisse nicht mal gut sein müssen. Wir müssen wirklich gut spielen. Und dann sehe ich uns gewappnet für die Saison. Das große Problem für mich wird, glaube ich, sein, dass wir von Minute 1 an Spieltag 1 sofort da sein müssen, aufgrund unserer Gegner. Granada zum Start ist jetzt nicht das Krasseste. Da habe ich jetzt nicht so Schiss, auch wenn die auf Platz 9 oder so gelandet sind letztes Jahr. Das Problem sind die 3 oder 4 Spiele danach, mit Valencia und Real Madrid beispielsweise. Und Sociedad. Davor habe ich Angst. Weil ich möchte nicht sofort in diesen Abwärtsstrudel kommen, wie letztes Jahr schon. Sondern muss sofort irgendwie schaffen, dass die Moral ganz oben ist, damit wir auch irgendwie 3 Siege holen aus den ersten 4 Spielen. Ja, Kabic, der heult komplett rum wegen dem neuen Vertrag. Franco und Juan Fernandes wollen mit mir reden. Die Forderungen sind unverschämt. Danke. Wenigstens sind Franco und Juan Fernandes auf meiner Seite, das ist ganz wichtig. Er ist auch der einzige Spieler, der im Verein unzufrieden ist momentan. Hierarchie sieht übrigens mittlerweile so aus. Ich glaube, da können wir getrost sagen, wir haben eine sehr gute Teamhierarchie. Franco natürlich unfassbar wichtig als Kapitän. Juan Fernandes wird auch weiterhin reinwachsen. Führungsqualitäten 13 ist gut. Das wird schon noch. Also der Juan Fernandes Transfer, der könnte einer der wichtigsten für diesen Safe sein. Ja, und jetzt auch schauen, ne? Marseille. Bin sehr gespannt. Ich habe gerade in dieser kleinen Mini-Vorschau nicht Guendouzi gesehen. Weiß nicht, ob sie den verkauft haben oder ob er nur verletzt ist oder ob der einfach nicht drin war in der Vorschau, warum auch immer. Und nach dem Marseille-Spiel wollte ich mal kurz mit euch auf die Shortlist schauen mit den Jugendspielern, die ich habe. Denn da könnten wir nochmal nach einem Linksverteidiger schauen. Dafür müssten sich dann aber die Scouts auch mal ein bisschen anstrengen. Denn das machen sie gerade schon wieder nicht. Mittlerweile habe ich dann auch gar keine Bedenken mehr wegen Vujošević. Ich glaube, Vujošević wird das schon hinkriegen irgendwie. Und wenn beide jetzt nicht funktionieren, also Akman und Vujošević, dann muss es halt Vargas machen. Nur bei Vujošević habe ich jetzt schon das Vertrauen. Bei Akman noch nicht. Ich hoffe, dass Akman jetzt langsam mal anfängt, gut zu spielen. Oh, Testspiel gegen Brügge wurde abgesagt, weil die anscheinend Europa League spielen. Gut, dann suche ich mir gleich ein neues aus nach dem Spiel gegen Marseille, damit ich da dann am Donnerstag noch was Schönes habe. Weiß nicht, ob das jetzt gerade alles Scouting-Berichte waren, die ich gebraucht habe für das Scouten der Jugendspieler. Ich guck mal kurz drauf mit euch. Nee. Ach, Mann, pfui. Ach, ein Tag nur noch, okay. Ich hoffe, dass da ein Linksverteidiger dabei ist. Ansonsten schauen wir größtenteils nur nach Schnäppchen. Weil wir haben ja jetzt das Geld. Dann kann man sich da auch ruhig mal ein Talent kaufen. Zumal das ja eh die
Essenz unseres Transferbudgets sein wird, dass wir Spieler billig kaufen, um sie teuer zu verkaufen, selbst wenn sie nicht bei uns spielen. Und dann dieses Geld eben nutzen, um den Kader besser zu machen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Saisons wir noch haben werden. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie schnell wir jetzt sein werden. Ja, ich denke mal, exklusive der jetzt noch nicht begonnenen Saison, werden wir so ungefähr noch 3 Spielzeiten haben. Ich glaube, das kriegen wir noch hin. Kommt natürlich auch darauf an, wie weit man in den ganzen Pokalwettbewerben kommt. Also 2 mindestens. 2 Jahre mache ich mindestens noch hier. 3 Jahre wahrscheinlich aber maximal dann. So, wir müssen schon mal unser Team registrieren. Machen wir mal. So, Soria Oliveira kann jetzt schon mal wieder in die B-Mannschaft gehen. So, also Soriano. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier gleich aussieht beim Wage Cap, aber es sollte nicht so tragisch werden. Jesus Perez muss ich nicht, wegen U19. Casas, Gabrielsen, Boto, Nunez, Franco, Juan Fernandez, Lopez. Pablo muss ich nicht, wegen U19. Eigentlich muss ich auch Lopez. Lopez muss ich. Piton, Ait Nuri, Utkin, Racic, Iglesias. Das sieht schön aus, wie das hier immer weiter steigt. Sonjora, Diomande, Biuk, Kabic, Vicente, Vujicevic, Akman und Vargas muss nicht. Doch ganz schön eng, ne? Hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber die Gehälter sind immer ordentlich gestiegen. Oliveira nicht registriert. Sollte ich vielleicht noch machen. Weil er ist ja eh nur da, um halt im Falle des Falles da zu sein. Kann ich nicht wegen Geld, ne? Ah. Und er ist mittlerweile zu... Aber warum? Schiri? Die am 01.01.2029 nicht älter als 18 Jahre waren. Ah, und er hat noch Geburtstag. Okay. Ja, klar. Nicht umsonst habe ich einen dritten Keeper. Möchte viel Geld haben. Aber ja, ich brauche halt diesen dritten Keeper und ich möchte jetzt nicht unbedingt einen neuen Keeper holen, nur damit ich ihn halt auf, ne, nicht mal auf der Bank, als dritte Option halt habe. So, das müsste ihm passen, die Klauseln sind ja unfassbar hoch. Ne, okay, nicht. Alles klar. Ja, Länderspiel mache ich ein bisschen runter. Kann gut sein, dass er die spielt. Beim Rest, wenn ich wirklich einen Keeper ersetzen muss, dann wird es Antonio Jesus Perez werden. Also dass der reinkommt. Handgeld würde ich gerne runternehmen. Ja, pack es erstmal hoch. GG, Markus. So. Ja, das ist okay. Wird er eh nicht bekommen, ne, weil er nicht spielt. Schon aber lächerlich, ne, dass so ein Kackspieler so viel Geld haben möchte. Okay, gut. So wie ich mich kenne, werde ich jetzt eh wegen diesen Klauseln dann den ausgegrauten Keeper spielen lassen, wenn ich wirklich 2 verletzte Keeper habe. So, Utkin kann. Wird auch von Anfang an spielen, damit wir ihn dann in der Pause rausnehmen können, weil kein Risiko eingehen. So, wo ist denn... Habe ich Soriano jetzt in die B-Mannschaft gepackt? Bin ich komplett blöd? Hä? Oder bin ich jetzt... Warte mal kurz. Hä? Oliveira? Wo ist Soriano? Ah. Ja. Alles gut. Hab's erkannt. Warum ist Oliveira jetzt noch hier? FM? Du verwirrst mich. So, Utkin startet. Matson startet. Sonjora startet. Franco startet. Akman startet. Und Piton startet. Genauso wie Gabrielsen. Dann bin ich mal gespannt, was ihr jetzt so macht. Gegen Marseille.
Auch wieder 4-3-3. Ich hatte gegen Hajduk Split das 2-4-1-3, 2-4-3-1, 2-4-3-1 gespielt. Gegen Rotterdam das 4-1-4-1 und gegen Wilrijk hatte ich das normale 4-3-3, wie auch hier. Und die nächsten beiden Spiele werde ich höchstwahrscheinlich wieder das 2-4-3-1 spielen, aber sicher bin ich mir nicht. Schöner Ball von Utkin auf Vicente, ging schnell. Boto und Sanyoda und dann eine richtig starke Parade von Muric. Guendouzi übrigens wirklich nicht da, ne? Cengiz Ünder ist dabei. Vielleicht mal auf die Bank schauen, ob er da ist. Schön aufgepasst von Franco. Ackmann, das war nix. Die Flanke sieht auch nicht so toll aus. Konterchance für Marseille. Wer wäre nicht? Ja, war auch eher kurz wieder Tempo rausgenommen. Stark gemacht von Magnus Mattsson. Der Pass war jetzt kompletter Unsinn von Night Nuri. Logischerweise sollte da normalerweise Mattsson stehen, aber der hat gerade eben erst den Ball gewonnen. So, De La Fuente mit dem ersten Abschluss für Marseille, den dann Perez erstmal entschärft. Statistik ist wieder bei uns, aber das hatten wir auch letztes Jahr schon so oft. Auch gegen gute Gegner. Wichtig ist, dass wir jetzt irgendwann mal ein Tor machen. Ackmann hat schon eine gute Chance halt vergeben, leider. Der muss ganz schnell reinkommen in den Flow. So, Piton hat jetzt ein bisschen Platz, kann sich aber auch nicht entscheiden, schnell in den 16er reinzuziehen. Utkin schießt wahrscheinlich. Nee, schießt er nicht, nimmt Vicente mit und dann so ein schlechter Abschluss. Ja, kennt man aus dem letzten Jahr. Guendouzi ist übrigens auf der Bank, genauso wie Rabiot. Und Issa Diop, der auch gegen uns gespielt hatte in der Europa League. So, Jungs, ich bin natürlich nicht zufrieden, ne? Ganz ehrlich, warum haben wir noch kein Tor erzielt? Dass wir jetzt nicht die Mannschaft werden, die jedes Spiel 5-0 gewinnt, das ist, glaube ich, allen klar. Nur wir sollten wirklich ein bisschen effektiver werden. Wenn wir auch nur ein kleines Stückchen effektiver werden, dann werden wir locker in die Champions League kommen. Carsten, das rennt mal weit nach vorne wieder. Piton, viel Platz, nimmt Mattsson mit. Flanke sieht sehr gut aus und Vicente macht dann endlich mal das Törchen. Sehr gut. Mattsson macht bisher den besten Eindruck von allen Neuzugängen. Mal schauen, ob er das mit in die Saison nehmen kann. Und Akman macht leider den schlechtesten Eindruck bisher. So, ach so, stimmt. Ja, stimmt. Ich bin ein Doof. Ich weiß. Ich hatte gesagt, Utkin spielt nur 45 Minuten. Jetzt spielt er schon 75 Minuten. War doof von mir. So, und auch Soriano wird dann mal wieder reinkommen für die Matchpraxis. Ups. Ja, es ist wieder eine sehr dominante Leistung. Ich meine, Marseille hatten wir ja so oder so auch besiegt letztes Jahr schon. Aber das Problem ist schon wieder. Na? Na, Jungs? Erstmal geklärt. Konterchance. Ackmann. Kriegt er den jetzt irgendwie perfekt gespielt? Ja, ist schwierig, ne? Gut abgelaufen vom Gegner. Dass da bloß nicht der Diagonalball nach vorne rechts kommen kann. Der war ein bisschen riskant, der Ball kommt aber an. Der war gut. Und yes, Flanke lang, zu lang. Und jetzt immer die Konterchance für Marseille. Ja, starke Ball von Kamada und dann macht Rabiot den Ausgleich. Und dann sind wir genau da angelangt, wo wir letztes Jahr waren. Wir haben 14 Schüsse, die Hälfte davon ging nur aufs Tor. Wir haben 2,0 XG und machen ein Tor daraus und kassieren natürlich in der 92. Minute den Ausgleich. Den komplett unverdienten sogar.
weil Marseille hier im kompletten Spiel fast nichts gemacht hat. Und genau das müssen wir endlich eliminieren aus unserem Spiel. Weil ansonsten machen wir die exakt gleiche Saisonleistung wie letztes Jahr noch einmal. Und das möchte ich nicht. Noch viel, viel Arbeit jetzt leider. Also die Generalprobe Nummer 2 haben wir verkackt. Und ich sehe ein Unentschieden gegen Marseille schon als hartes Verkacken sogar an, weil letztes Jahr hatten wir einen 3-0-Sieg und eine 0-1-Niederlage und da habe ich halt schon gewusst, dass das Ding größtenteils durch ist. Ich meine, Vargas hat auch gespielt oder Sicardo. Also das sehe ich schon als sehr Verkacken an sogar. Naja, haben wir noch ein bisschen in der Vorbereitung, um daran zu feilen. So, Ian geht erstmal hier raus aus der Liste. Der gehört da nicht rein. So, jetzt haben wir auch eigentlich alle gescoutet. So, ich würde gerne einen Linksverteidiger haben. Schauen wir mal, ob wir es haben. Jo, haben wir. Wir haben ein paar, die sehr teuer sind, aber auch einige, die nicht so teuer sind. Ich würde sagen, mehr als 5-4 würde ich für einen U19 Linksverteidiger nicht ausgeben. Wir haben Magdiel Paez Pimentel, der echt gut aussieht. Leider inkonstant. Aber dafür hat er den Rest halt gut und vor allem er kann flanken, was halt wahrscheinlich jetzt bei vielen nicht der Fall sein wird. Dann haben wir noch Lorenzo, der kann nicht ganz so gut flanken, mit 9. Hat übrigens auch kein volles Potenzial, sehe ich gerade. Angel Aguirre, der überhaupt nicht flanken kann, mit 5. Und Milenko Kostic, der mit 9 wenigstens ein bisschen flanken kann. Zodek haben wir noch, aber der kann auch nur 9 flanken. Pimentel hat schon schöne Werte. Nimmt Piton eigentlich einen Platz weg in Sachen Nicht-EU-Spieler? Ich hatte das gar nicht gelesen, weil hier ist auch nichts irgendwo drinne gewesen. Nee, was hat er denn noch? Italienisch, ein geiler Typ einfach, ne? Einfach nur ein geiler Typ. Sonjoda ist also, ist und bleibt also unser einziger Nicht-EU-Spieler. Als Amerikaner und Argentinier. Wird sich so schnell auch nicht ändern. 2713 Tage noch, dann kann er die andorranische Staatsbürgerschaft, heißt es, annehmen. Wird er, glaube ich, nicht machen. Ich glaube auch nicht, dass das so lange bei uns bleiben wird, weil wir auch alle so lange nicht spielen werden. Ja, ich würde sagen, ich mache mal ein Angebot, ne, für Pimentel. Der sieht gut aus, der wird auch sofort wechseln, weil er schon 18 ist. Ich meine, was willst du da großartig falsch machen? Und wir haben jetzt das Geld gerade. Und ich wollte eh einen Linksverteidiger, ne, vor allem falls Aitnuri oder Piton scheiße spielen. So, haben wir dann noch einen schönen Schnapper vielleicht. Steht nicht zum Verkauf. Sehr interessant, warum denn? 4,4 Millionen, weil das schon, ja, Dingsbums hier, Work Permit in der Pipeline hat. 300k hier bei Mustafa Coffey, aber das ist ja, den hatten wir glaube ich schon mal. Das ist ja ein Torhüter. Torhüter würde ich jetzt nicht holen. Machen wir mal kurz rein, dass ich kein Torhüter haben möchte. So, Kostic haben wir gesehen. Dann haben wir Jean von Red Bull Bragantino. Ist es wirklich Bragantino oder ist es nur Bragantino? Ich glaube, es ist nur Bragantino, weil die haben auch hier kein über dem N. Also, Bragantino. Ein Stürmer, Deckung 1, Abschluss 5. Luis Carcelén. Ja, mental und Physis ist halt richtig geil, ne? Ist aber halt auch schon 19 und Technik ist halt Müll. Lassen wir mal. Ich würde jetzt erstmal eh die rauslöschen, die hier nicht volles Potenzial haben. Ach, guck mal, Axel Beadle ist dabei. Ja, tschüss. Hier haben wir noch einen für 1,3 Millionen mit Thierry Atz, der etwas besser aussieht von der Technik her als der Innenverteidiger gerade, aber haut mich auch nicht um. Assetti scheint gut zu sein. Oh ja, Assetti ist richtig gut. Er heißt übrigens Assetti. Danke. Alter. Yo. Von Auxerre heißen sie, glaube ich. Oder wird ausgesprochen. Berater, was meinst du? 500... Alter, die Range ist halt auch einfach fucking genius, ne? 500.000 bis 10 Millionen. Danke. Danke, wirklich, also, boah. Jetzt weiß ich genau, welches Angebot ich machen muss. Sie wollen 8,5, das ist gar nicht so
So krass viel, ne? Für so einen krassen Spieler. Ich guck mal, ob ich ein bisschen verhandeln kann. Weil der sah jetzt auf den ersten Blick echt schon schön aus. Ja, machen wir erstmal 5. Würden sie direkt annehmen? 5 Millionen für Aselti, für so einen Spieler. Der ist konstant. Der ist 19. Der ist auch gerade eben erst 19 geworden. Der kommt aus der Auxerre-Jugend auch noch. Ist jetzt gerade bei den Olympischen Spielen. Oh, der sieht echt gut aus, ne? Man müsste ihn halt als ZM umtrainieren. Dann wahrscheinlich sogar eher Box to Box bei uns. Was hier jetzt? Ach, hier unten. Ja, was müsste man machen? Dribbling wird er von sich aus wahrscheinlich verbessern. Tackling ist okay für die Position. Ohne Ball und Stellungsspiel würde ich auf jeden Fall verbessern müssen. Aber er ist halt 19 und die mentalen Werte gehen ja eh immer noch hoch, bis du halt 33 bist. Ey, ganz ehrlich, oder? Wenn wir jetzt wirklich diesen Spieler für 5 Millionen bekommen, sollten wir das, glaube ich, schon machen. Schau dich mal diesen Spieler an. Also ich würde ihn dann gerne sofort verleihen, ne? Weil bei uns wird er dieses Jahr noch keine Rolle spielen, da ich auch schauen muss, was mit Julian Lopez ist. Ob der irgendwie mal ein bisschen was kann. Aber das ist ja unser Top-Talent, ne? Das ist der Junge, der bei uns der Gott ZM werden soll. Ich habe ihn jetzt mittlerweile auch endlich mal auf eine knallgrüne Position hintrainieren können. Er ist halt 18. Wenn wir den jetzt mal mit Aselti vergleichen, da ist schon alleine vom Mentalen, ne? Wo wir ja gerade auch das Mentale bei Aselti kritisiert haben, schon eher bei ihm. Das Problem jetzt ist aber, dann ist Lopez halt größtenteils raus, ne? Es sei denn, Utkin und Dragic machen überhaupt nichts und wir spielen dann nächstes Jahr mit Lopez und Aselti irgendwie im Mittelfeld. Aber das sollten wir schon machen. Ich glaube, der Aselti sieht richtig gut aus. Also da bin ich schon sehr erregt quasi. Michael Sousa haben wir noch, einen Stürmer, der aber nur 8 Abschluss hat. Ich gucke hier gerade noch so ein bisschen auf den Preis immer. Patrick Beiser, auch wieder ein Innenverteidiger. Haut mich jetzt aber nicht so um. Vielleicht Rodrigo Pérez. Ah, der kann nicht laufen, ne? 9 Antritt und 11 Schnelligkeit. Kriegst du wahrscheinlich mit 19 noch trainiert. Gerade auch 19 erst wieder geworden. Der sieht aber auch ganz nett aus, ne? Wir haben aber jetzt auch schon wieder zwei starke Spieler in der U19 auf der rechten Außenbahn mit Ibanez und Rousseau. Ah, der sieht auch gut aus. Wäre halt auch schon wieder nicht EU-Spieler, aber wir würden den ja eh verleihen, genauso wie Aselti. Jetzt nicht zu Arenas, ich hoffe, da würde ein anderer Club noch ankommen. Aber das ist ja schon wieder billig Geld. Der kann ja nichts falsch machen, quasi. Jetzt gerade, wo wir ja das Geld auch haben, endlich mal. Ich bin gerade so ein bisschen in Shopping-Laune, ne? Ich glaube, ihr merkt das auch. Goran Mikic. Ja, da sieht dann aber Aselti besser aus. Also jetzt noch ein ZM würde ich mir jetzt nicht kaufen, wenn ich schon Aselti habe. Walter Perez, nochmal ein Innenverteidiger. Kopfballtechnik ist nicht so schön. Das bei 1,81 wird er wahrscheinlich auch nicht so schnell trainieren können. Mikel Lacroze. Ja, ganz nett. Ganz nett eigentlich, ja. Aber Innenverteidiger bin ich jetzt erstmal wirklich gesetzt, weil ich auch den Richard in der U19 als Innenverteidiger einsetzen werde. Den Stefan Richard hier. Und ich glaube, das wäre dann auch in Ordnung. Der trainiert ja gerade als Innenverteidiger. Ist mit 16. Und außerdem haben wir ja noch Pablo, ne? Der ja auch noch rangezogen wird wie sonst was. Alle Werte gehen gerade runter. Bestes Beispiel immer, dass man dann sagt, die Spieler sollen gut sein. Wie sieht denn hier Adriano Tournur aus? Wieder ein ZM. Sieht auch nicht so schlecht aus, aber Celti hat mich bisher wirklich abgeholt. Santiago Brembilla. Stürmer mit 7 Abschluss. Ja. So, hier haben wir noch einen für 4-2 mit Brian Rosas. Oh, der sieht aber auch gut aus, aber er ist inkonstant. So, und hier, ab hier würde ich gar nicht mehr schauen. Also 5-4 für. Ja, gut, die 6 gucke ich mir noch durch hier. Die 6 Millionen Jungs. Und den 6-6er. Sieht jetzt aber auch nicht so schlecht aus, du, ne?
Wie hieß denn der andere gerade, den wir auf rechts hatten? War das Rodrigo Perez? Ich glaube schon, ne? Es war Rodrigo Perez. Ja. Paltolo sieht schon. Er sieht schon ein bisschen sehr gut aus, ne? Oh, ich gebe gerade gefühlt mein ganzes Transferbudget aus, im Kopf. Oh, der sieht schon richtig gut aus, Leute, ne? Und er ist halt 18. Gut, er wird gleich 19, aber er ist halt 18 und er sieht halt so gut aus. 1,76 Sprunghöhe 5, ne? Das ist ja die wichtige Sache bei uns, bei unseren Rechtsaußen, dass die halt immer zum Kopfball auch gehen müssen. Puh. Weiß ich nicht, ne? Hier ist die Kopfballtechnik nicht so gut, plus inkonstant. Ah, der Grieche, der gefällt mir schon. Frenoch sieht ja auch richtig interessant aus. Der sieht mal richtig interessant aus. Moment. Passend Technik kriegen wir hoch. Übersicht ist schlecht. 19 Jahre alt, gerade 19 gewonnen. Aber 6 Millionen dafür, weiß ich nicht. Und ich hatte ja gerade gesagt, ne, dass wir eigentlich genug Innenverteidiger haben. Wer ist denn hier von der Fähigkeit der Stärkste? Asselti, ja. Kaska und Husic. Boah, okay, Husic ist ein krasses Talent. Richtig starke technische Werte schon. Viele ZMs, ne, das ist oft so, wegen meistens den zwei relevanten Werten beim Passen und halt beim Dribbling. 1,7 hier für, ach, das war der Stürmer, der nicht abschließen kann. Nicht schlecht. Javi wird, glaube ich, ein richtig krasser Spieler. Kann echt schön viel spielen, ist schnell. Würde ich wahrscheinlich sogar als Linksverteidiger versuchen, umzutrainieren. Die ja bei uns eh echt offensiv sind. Gucken wir mal, was die wollen, ne? Die wir gerade angefragt haben. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, was wir da gesehen haben. So, erstmal Asselti. 9,5 bis 14 wäre in Ordnung. Schlüsselspieler wäre natürlich nicht in Ordnung, aber da wir ihn eh verleihen würden, macht es dann nicht so viel aus, was wir ihm sagen und was wir ihm halt nicht sagen. Ausstiegsklausel muss aber auf jeden Fall hochgehen auf 150 Millionen. So, Ersatzspielerprämie geht auf 1.000 Euro. Team des Jahresprämie geht dann trotzdem wie bei allen anderen auch auf 100.000 Euro. Ohne Gegentorprämie und Torprämie auf 2.000, genauso wie die Auflaufprämie und Titel in der Copa del Rey 30.000 Euro. Nimmt er noch nicht an, aber wir können dann auf 13.000 Euro gehen und er sollte das dann annehmen. Also Celti würde kommen. Dann haben wir jetzt hier noch Perez, da sind noch Marseille, Lille, Köln unter anderen Vereinen interessiert. 3-3 wäre auch komplett in Ordnung. Müssen wir echt schauen, dass wir da gute Vereine für die finden, ne? Also die Spieler jetzt, egal wie gut sie aussehen, auch Asselti, wenn jetzt nicht bei mir eingeplant, weil dafür habe ich den Kader schon vorher geplant und es macht keinen Sinn, die Planung jetzt wegen irgendeinem Talent, wo ich immer kurz meine 5 Minuten Geilheit habe, dass ich die Kaderplanung dann halt komplett über den Haufen werfe, deswegen. So, und dann Pimentel, der soll natürlich in der U19 spielen, soll auch natürlich der teuerste werden auf einmal. Du wärst aktuell eher Ergänzungsspieler und dann wärst du eher Rotationsspieler und dann wärst du eher Stammspieler. Jupp. So, machen wir mal so 10.000 Euro die Woche. So. Das Problem ist, er möchte eine Gehaltssteigerung nach so und so vielen Spielen haben. Das heißt, wir müssen so oder so richtig hochgehen bei den Klauseln und auch bei seinem Gehalt noch. Gefällt mir nicht. Nee, ist falsch. So sind wir schneller. Ohne Gegentorprämie sowie Tor- und Vorlagenprämie geht auf 4.000 Euro und ich muss jetzt schon gleich auf 14 gehen, weil sonst hatet er mich komplett. Tut er auch so schon. GG. Rückleihe von Perez von Atletico Peñarol. Würde eigentlich schon gerne haben, dass der eher in Europa spielt und nicht in Uruguay. Gucken wir mal, ne? Das mit
Pimentel ärgert mich jetzt ein bisschen, dass er jetzt gleich auf Rot gegangen ist. Wundert mich aber nicht, nachdem er wirklich so eine krassen Summe haben wollte, als nach so und so vielen Spielen. Ja, Probetraining Oliveira, ja, bestimmt. Und dann verletzt er sich da, ne? Gut, ich werde noch bis zum 1. August machen, dann machen wir Schluss für heute. Und dann überlegen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge noch. Ach nee, wenn wir jetzt die Rücknummern, das wollte ich in Ruhe machen. Dann machen wir jetzt schon Schluss. Also mal gucken, eventuell kommen Asselti und Pedes, die werde ich dann sofort versuchen zu verleihen. Wir werden die nicht in unseren Kader aufnehmen und auch nicht in die U19 oder so packen. Das sollte, wenn dann wirklich nur Pimentel werden, nur damit ihr es mal wisst. Also Asselti wollen wir uns holen für ungefähr 5 Millionen. Ich glaube, das wäre echt in Ordnung. Das ist so krass, wie der aussieht. Mit 19, gerade 19 geworden. Wäre schon ein Schnapper und dann Rodrigo Pérez. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, weil dieser Grieche, ne? Von Olympiakos, wie heißt der nochmal? Wie heißt der Grieche nochmal? Paltolu. Der sieht schon echt nochmal ein Stückchen geiler aus. Und da hätte ich jetzt zum Beispiel kein Problem, ihn nochmal an Olympiakos zurückzuverleihen, weil Olympiakos ist ja eine gute Mannschaft. Also bei Perez bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Bei Asselti schon. Aber der Paltolo hier, ne, der. Der erweckt was in mir. Wir hatten mal einen Griechen bei Portsmouth. Oh, wie hieß er denn nochmal? Panagopoulos müsste es gewesen. Panagopoulos müsste es gewesen sein. Und er erinnert mich halt ganz schön daran. Und deswegen, so für die guten alten Zeiten, also. Lass mal noch kurz ein Angebot. Na, ich kann jetzt nicht nach vorne machen. Machen wir in der nächsten Folge, ja? Machen ein Angebot für den Griechen. Wobei, ich mache das jetzt mal kurz hier. Und dann kann ich das immer noch ändern. Ich möchte mit euch noch das Angebot für den Griechen machen. Und Rücknummern mache ich dann in der nächsten Folge nochmal Aufklärung. Eigentlich möchte ich ja 6-6 haben, ne? FM. Schauen, was er haben möchte. 10 bis 14 wären okay. Aber auch er möchte Gehaltssteigerung haben und das ist ja gerade schon gesehen bei Pimentel ein bisschen riskant immer. Jetzt hatte bisher Olympiakos noch nicht angefragt, ob sie den Spieler zurückleihen können. Ist nicht die große Tragik, weil am Ende des Tages können wir ihn ja auch zu einem anderen Verein verleihen. Nur wenn es gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich zugestimmt. Okay, das sieht doch gut aus. Ich gehe nochmal runter auf 18,5. Auflaufprämie 4. Tor und Vorlage geht auf 5 nochmal hoch. Hier geht's hoch. Ich glaube, dann würde ich mir eher Paltolo holen, anstelle von Ramos. Perez. Wie komme ich jetzt auf Ramos? Richtig Bock eigentlich auf den Griechen, ne? Wirklich. Richtig Bock drauf. Auch wenn er nicht so groß ist und nicht so gute Sprünge hört. Aber wenn die Entscheidung bei beiden Spielern kommen würde, würde ich eher auf Paltolu gehen. Was wir da machen, werden wir in der nächsten Folge erst erfahren. Dann werden wir starten mit der Liga. Ich muss jetzt noch ein Testspiel reinklatschen für den Dienstag oder so. Oder für den Donnerstag war es, glaube ich. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.